Hallo, in diesem Video möchte ich kurz demonstrieren, wie man die in Gebäude 44 im Hörsaal 6 eingebaute Video- und Audiotechnik nutzen kann für Lehrveranstaltungsaufzeichnungen oder für hybride Lehrformate. Dafür habe ich natürlich meinen Laptop mitgebracht und ich schaue auch jetzt erstmal in die dort integrierte Kamera und spreche in das integrierte Mikrofon. Und ich schalte mal rasch um auf die Rückkamera, sodass man hier mal kurz in den Hörsaal schauen kann. Und auf die Kamera, auf die ich jetzt umschalte, die hängt dort hinten oben an der Decke. Das ist eine Logitech Rallye-Kamera. Und wenn man auf diese umschaltet, dann muss die erstmal so aus dem Tiefschlaf aufwachen und zeigt jetzt erstmal eine Totale des Hörsaals. Und jetzt schalte ich auch mal auf das zugehörige Mikrofon um. Und dann gibt es zu dieser Kamera eine Fernbedienung. Und mit der Fernbedienung kann man jetzt ein bisschen zoomen und die Kamera schwenken. Das, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe auf den Knopf 1 gedrückt. Da gibt es ja so ein Preset. Und man kann die Kamera jetzt auch noch, das ist nicht sehr feinfühlig, auch eben noch nach oben und unten und links und rechts schwenken und auch noch mal rein und raus zoomen. Und da sieht man, naja, auf die Entfernung hat die Kamera jetzt schon ganz schön Probleme hier ab und zu ein scharfes Bild zu produzieren, neigt ein bisschen zum Fokuspunkten. Es gibt noch ein zweites Preset. Damit kann man hier so einen Schwenk auf die Tafel machen und damit könnte man jetzt natürlich hier auch, vielleicht wenn man den Fokus noch ein bisschen mehr auf die Kamera gerichtet, so eine klassische und so Sachen und auch was hier anschneiden und was das so erzählen. Was natürlich in, und das sieht man, dass man das auf dem Kamerabild recht gut sieht. Ich gehe mal wieder auf den Preset hier auf meine Position. Was man natürlich hier auch machen kann, ist, man kann den Bildschirm freigeben. Ich gebe jetzt mal als Beispiel einfach die Webseite der Uni frei und dann sieht man, jetzt ist mein Kamerafenster eben schon sehr, sehr, sehr klein in der Aufzeichnung. Aber ja, so kann man Bildschirminhalte eben hier im Raum zeigen, kann das natürlich auch den eventuell remote zugeschalteten Teilnehmern zugänglich machen. Wenn man jetzt kein so ein großer Freund da ist, davon ist eine Kreidetafel zu benutzen, weil man zum Beispiel auch das Putzen nicht mag, dann kann man natürlich auch mit einem Zeichentablet. Ich mache auch mal ganz kurz meine Bildschirmfreigabe aus und halte das mal in die Kamera. Also ich habe hier so ein Vakuum-Zeichentablet, ein kleines. Das ist per Bluetooth mit meinem Computer verbunden und gebe jetzt noch mal den Bildschirm frei. Dann kann man über die Kommentieren-Funktion in Zoom oder eben über ein anderes Zeichenprogramm auch hier ganz wunderbar was auf den Bildschirm schreiben. Und das ist natürlich genauso gut im Raum sichtbar und ist auch in schönerer und besserer Qualität für remote zugeschaltete Teilnehmer sichtbar. Man kann das abspeichern, man kann das beim nächsten Mal wiederverwenden, damit verschiedenste Sachen machen. Und man kann natürlich, wenn ich jetzt hier nochmal so eine Totale in den Raum mache, man kann natürlich auf dem Projektionsbildschirm auch Kamerakacheln der Zoom-Teilnehmenden anzeigen. Dieser Raum ist auch noch, wie man sieht, da ist noch Platz für ein zweites Beamerbild, sodass man, wenn man einen zweiten Laptop, den müsste man dann allerdings jemanden rüberstellen, vielleicht mit einem Tisch und die hier einschließen, dann kann man auch auf einem großen Bildschirm hier sowas machen, dass man dann nur die Kamerakacheln der Zoomies zum Beispiel anzeigt. Und es gibt auch noch ein zweites Mikrofon dieser Art, um das ich jetzt hier spreche. Ich zoome noch mal ein bisschen ran. So dass man das dann für Diskussionen im Raum herumgeben kann, wenn die Zoomies was sagen und in den Raum hereinsprechen, dann hört man das ganz wunderbar über die hier im Raum eingebaute Lautsprecheranlage. Und als letztes teste ich jetzt mal noch ein anderes Mikrofon. Also ich benutze jetzt im Moment hier das im Hörsaal eingebaute Mikrofon von Sennheiser und ich habe hier noch ein zweites dran. Ein Polyvent Lag 150, das ich sonst immer verwende, auf das schalte ich jetzt mal um. Nur mal so zum Test, das hört sich jetzt eventuell ein bisschen anders an, ein bisschen besser, ein bisschen schlechter. Mal schauen, das höre ich mir in der Aufnahme an.
Ansonsten würde ich sagen, ist das insgesamt ein sehr schönes und sehr einfach zu benutzendes Setup. Alles, was man hier an seinen Laptop anschließen muss, ist ein HDMI-Kabel. Über das geht Bild und Ton aus dem Computer raus in die Anlage hier auf die Projektionswand und eben zu den Boxen. Und man muss noch ein weiteres USB-Kabel an den Rechner anschließen. Über das kommt das Bild von der Kamera und eben der Ton dieses Mikrofons in den Rechner rein. Also insgesamt sehr einfach und sehr schön zu nutzen, um Lehrveranstaltungen in recht brauchbarer Qualität aufzuzeichnen oder sehr einfach hybride Lehrformate zu ermöglichen.